Hi Leute! Heute gucken wir uns mal das Ganze G750 ins BKA. Made in China, ist klar. Packen wir auf. Karton ist schon gut gequetscht. Bisschen Salz. Knallfolie. Typische Ganso. Kennt, wenn man böswillig, ich sage, der Ganso und Firebird Müllsack. Aber nee, ist schon cool. Gucken wir uns mal an, das Teil. Wir haben hier einen geschlossenen Zustand der Länge von 12 cm. Einen Backspacer, wow. Clip. Lanyard Hole. Ein Flipper-Tip. Und Daumepins. Na. Beides funktioniert ganz gut. Gucken wir mal, wie dick das Teil ist hier. 13,67 mm. Absolut in Ordnung. Die Teile leuchten angeblich im Dunkeln. Ja. G10 mit Leuchtstreife. Coole Sache. Gucken wir uns mal die Klingellänge an. Mal 91 mm. Sind Kugellager verbaut. Das merkt man auch. Es wackelt hier nichts. Außer mal Tisch vielleicht. Ich würde es als Flachschliff bezeichnen. Vielleicht ein minimaler Hohlschliff. Manchmal kriege ich das nicht so raus. Wir gucken uns mal die Klingestärke A hier. 3,12. So 3,1. Hoch ist die Klinge. 27 mm. Hier an der Breitstelle 28. Sehen hier Ganso Logo. Hier Firebird Logo. Hier steht G. Ich nehme mal AG ist Ganso und wenn F stehen würde, ist es ein Firebird. Genau kann ich das aber auch nicht sagen. Ich habe doch keinen Plan, was der Scheiß soll, was sie da machen. Auf jeden Fall haben wir hier das G 751 mit 440 C-Stahl. Flipper, Liner Lock. Klingenstand ist top.
Schon cool in der Hand, auch wenn man den Clip natürlich spürt. Den könnte man auch zur Not mal wieder. Ich bin also kein Clip-Freund. Deswegen mag ich Fixed lieber. Aber wenn sie schon mal dran sind, nützlich sind sie jo. Aber ich merke es hier. Sieht man das, wo ich das berühre hier? Drückt mir der Clip sofort wieder in die Handfläche. Sonst aber angenehm. Cooles Ding. Flipper funktioniert einwandfrei. Daumenpins, wenn man es richtig macht, auch. Das Design erinnert mich ein bisschen an was. Hier ist die Klinge vom 750er. Aha. Identisch. Identisches Messer. Außer dass das Daumenpin so ein Access Lock hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Kugellager verbaut sind. Also 751er ist ein modifiziertes 750er. Jetzt erinnert mich das Messer sehr an ein anderes Messer. Und zwar ja, nicht ganz. Nicht ganz so genau. Ansonsten würde ich sagen, das ist das Ganso-Tor. Das Tor läuft halt noch eine Nummer besser. So, dann gucken wir mal weiter. Was gibt es noch über das Messer zu sagen? Gucken wir mal, was es wiegt. Sieht man das überhaupt hier durch den Monitor? Naja. 147 Gramm. Das gehört also dann doch schon zu der etwas schwereren. Das Tor wiegt 133. Schwerer wie das Tor. Ein 750er wiegt nur 131. Jetzt kommen so ein paar easy Schneidtests noch. Gucken uns mal die Out of the Box Schärfe an. Einfach hellisch, wenn man so ein Messer kriegt. Also ach, für Leute, die überhaupt keinen Bock auf selber Nachschleife haben oder so. Kann ich die nur empfehlen.
Ach, das ist wieder tipptopp. Ja, also Papiertest bestanden, auf jeden Fall. Optisch ist es auch nicht schlecht. Spielspaß auf jeden Fall. Da kriegt es auch die volle Punktzahl. Können wir noch machen? Wir schnippeln ein bisschen. Hier. Rotes Paracord. Ich ziehe hier nicht mal Strick nur. Also ich weiß nicht, wie Paracord einen Schärfetest darstellen soll. Ist doch überhaupt gar nichts. Hier habe ich noch eine Kartoffel. Jetzt gucken wir uns mal die Spaltwirkung an. Meine Klinge von 3,1, aber ich sag euch, die geht noch hier vorne ziemlich dünn. Da haben wir noch 0,77. Noch weiter vorne ist es bestimmt noch schlimmer. Ja, was hält so die 3,05? Das ist knapp über 3 mm. Hier kann man sich auch papierdünne Chips schneiden. Ach, okay. Bisschen sauber machen. Und dann gucken wir mal noch. Ob es gewillt ist. Also Zunder kriegt er auch abgeschnitten. Richtig cool. Also das Ganze G751 und dann kommen noch drei Kombinationen. Das war jetzt das ENS BK für Black. Das gibt es bestimmt auch wieder in OR für Orange und in GR für Grün. Plus wahrscheinlich wird es auch abgedunkelte Klinge geben, ich weiß es nicht. Ich finde das Messer cool. Ich finde eigentlich alle Gansos und Sanremos cool. Ja, nicht alle. Manche haben ein hässliches Design. Da haben sie dann Schrott kopiert. Aber dem Messer gebe ich auch volle 2 Daumen hoch. Das war's. Ciao.